Willkommen zum neuen Level-Up-Unboxing. Heute mit, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Man kann sich perfekt sehen. Crazy Monkey, der neue... Kirschbanane. Kannst du mal das Handy weglegen und ein Video aufnehmen? Ja. Ja, gut. Richtig tolle neue Sorte. Also, außer dass Luca vorne drauf ist, wirkt die noch ganz gut. Bisschen weiter runter, näher so und jetzt ein bisschen drehen. Ja, muss dann. Ist ein ganz okayes Design. Und jetzt kommen wir jetzt kurz. Aber schon, mir gefällt das Design von anderen Dosen besser. Ja, so, jetzt haben wir dann zwar ein Lernback und aber hier. Das hier ist die Karte aus Shiny Dragon, wenn ich sie mal fokussieren würde. Ja, da. Perfekt. Ganz gute Karte. Sieht auch gut aus. Aber es gibt eine neue Karte. Nach einer Minute haben ein bisschen eine Scheiße gelabert. Die ist aber schwächer. Crazy Monkey, ja, die andere Karte ist besser. Schmutz! Also zumindest, wenn Pascal sie used. Ja, weil... Kannst du ja mal vorlesen. Okay, ich sag jetzt einfach kurz, was krass hier dran ist. Pro unterschiedlicher Sorte an Level-Up, die es gibt, macht diese Edition hier. Die es gibt. Die du hast. Die ich hab, meine ich. 20 Schaden mehr. Und ich habe ziemlich viele unterschiedliche Sorten. Wie man ja bestimmt weiß. Und zwar alle. Ja. Also, nicht die, die rausgegangen sind aus dem Shop vor 2 Jahren oder so. Oh, aber die Halloween Edition hätte ich mir letztes Jahr vielleicht holen sollen. Hm. Zu spät ist hier übrigens Shaker verbreitet. So, machen wir mal die Dose auf. Das mache ich nämlich nicht mehr den Samen machen. Hm. Der Samen hat beim letzten Mal schon ziemlich krass reingeschissen. Ja, du hast aber auch schon reingeschissen. Das darf man nie vergessen. Scheiße, nicht getroffen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, Kirschbanane ist der meistgewünschte Level-Up-Geschmack, den es halt noch nicht gab. Und hier ist er. Alter Schwede. Das riecht richtig geil. Alter. Es riecht da richtig viel Kirsche raus. Ach, Digga. Oh! Ich freue mich da drauf. Wie sieht das aus? So? Also, das Pulver sieht jetzt nicht ganz so appetitlich aus. Sieht ganz, ganz komisch aus, Leute. Oh, da fällt's runter. Ja, einfach komisch weiß mit Stückchen. Oh. Sieht aus wie so ein Bananensmoothie. Wie so ein Kirsch-Bananensmoothie. Nee, nicht Kirsch, sondern Bananen nur. Weil Kirsch ist ja gut. Es riecht richtig gut und ich freue mich schon richtig auf die Edition. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht, wenn man es eintaucht. Ich glaube, es war rot. Stimmt. Ich habe mir mal eine neue Shiny Dragon bestellt, weil die war wieder so schnell aus dem Shop raus die ganze Zeit. Da hatte ich jetzt vielleicht Lust, mir doch mal einen auf Vorrat zu kaufen. Aber die ist jetzt halt nicht hier. So, die Sektion lassen wir jetzt hier stehen, dann sieht man dich nicht so gut. Nicht rot. Das ist so rosa-rot bisher. Ja, ist ein bisschen dunkelrot, kannst du sagen. Ja, weil es noch nicht geshaked ist. Ja. Shaken wir mal. Das ist rosa-rot. Oh ja, jetzt. Das sieht doch wild aus. Sehr dunkelrot, wegen Kirsche wahrscheinlich. Es ist doch so, es ist eher schon, ich glaube, es geht eher in die Richtung Pink sogar schon. Ja, nachdem wir in der letzten so ein sommerliches Rot hatten, so in diesem Cocktail, ist das eigentlich so ein dunkles Rot. Ich will mal kurz das gucken, ob es ein bisschen, aber auch hell. Ich denke manchmal, es ist hier ein bisschen zu dunkel, dann will ich mal kurz das nachgucken, ob es besser ist. Oh, perfekt! Wird ja alles besser! Oh, jetzt, ja. Ja. Das ist so ein rosa-rot, bisschen dunkel. Bisschen. Ja, es hat es so. So, noch einmal kurz. So, und jetzt bist du bereit zu probieren? Nein. Ich will mich auch nicht. Erstmal riechen. Und der Deckel hat mega Spaß. Es riecht einfach nur wild. Es riecht extremst wild. Das war, ich bin ey, das könnte wieder was werden. Kann man mich nochmal ein bisschen mehr ranschieben? Hm. Ich schenke schon mal ein. Oh ja, du netter Mensch. Ist ja auch. Oh. Sieht halt extrem nach Kirsche einfach. Es ist so ein Kirschblütenrot. So ein Kirschblütenrosarot. Naja, Blüten. Das ist halt so, wenn man sich so einen Kirschsaft. Guck mal, es erinnert mich richtig. Guck mal, da sind irgendwelche Stückchen drin. Das ist guck mal, da oben bei mir, hä, warum ist er weiß? Warum ist es vergammelt? Das geht gerne. Pass mal rein. Das riecht einfach nach Kirsch, das hier.
Bei mir ist auch sowas oben. Es geht einfach nach diesem Kirscheis. Oh, okay. Hier, sieht man. Warte. Stimmt. Sieht man das? Hier von oben ein bisschen rein. Ah, nee, so sieht man es noch nicht ein bisschen höher. Nein, nicht ganz so. Ich habe gesagt, ein bisschen höher. Nee, man sieht es nicht ganz so gut. Aber es ist halt oben wie so eine kleine weiße. Steht es einfach bei mir drauf. Ja. Wird schon so richtig sein. Okay, dann. Warte kurz. Bevor sie es absetzt. Ich will noch kurz eine Sache besprechen. Ich weiß jetzt nicht, wofür das steht. Hier steht Edition 1. Ist die erste Edition jemals produziert worden? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht weiß ja jemand, für was dieses Edition 1 da drin steht. Vielleicht ist auch diese... First Edition. Nee, die erste Reihe davon. Also vielleicht, bevor es gerestockt wird, wird dann ja, Edition 2. Ja. Das kann sein. Ja, komm, der erste Produktionsbereich. Ist ja auch bei Pokémon kommen. Übel. Geil. Da kann mir keiner was erzählen. Die Edition ist geil. Weiß nicht so. Wahrscheinlich. Okay, nein. Ich finde jetzt nicht, dass sie über sowas wie Swimmingpool oder so ist, oder? Hm? Aber sie ist schon geil. Ich glaube, es war doch nicht so gut. Doch, mal. Mach mal. Ich schmecke irgendwie 80% Kirsche. Ja, und dann kommt so ein ganz, ganz kleiner Bananengeschmack hinterher. Aber, boah, das ist eine Kombo, boah. Es ist sehr, sehr lecker. Es ist sehr, sehr lecker. Ein wirklich gut umgesetzter Geschmack, muss ich sagen. Ja, schon geil. Oh, nee. Oh. Also wenn man Kirschbanane mag, ist das hier ein geiler Geschmack. Ey, der schmeckt einfach nach Smoothie auch. Das ist einfach geil. Ich muss nur kurz wissen. Das ist einfach geil. Was denn? Nee, Zucker, weil die sind Zucker mögen. Wie geil ist das, so süß schmeckt eigentlich? 3,7 Gramm. Findest du es sehr süß? Nö. Weißt du, was ich aber finde? Sehr lecker. Das ist auf jeden Fall, oh mein Gott. Oh ja, ich trinke auf jeden Fall noch einen davon. Top 5? Top 10. Also, ich übertreibe jetzt mal nicht. Ich würde es wahrscheinlich nicht in die Top 5 tun, weil da gibt es einfach. Zum Beispiel so ein paar Geschmäcker, die ich besser finde, so zum Beispiel so Swimmingpool, Shiny Dragon. Shiny Dragon ist auf jeden Fall. Nuclear, sowas. Nuclear, ich weiß gar nicht, ob du mir in den Top 5 bist. Aber Top 10 wäre es bestimmt. Ja, also ja, auf jeden Fall. Also Nuclear wäre bei mir in den Top 5 safe. Bei mir nicht. Ja? Ich finde halt zur Zeit meine Lieblingsedition ist Shiny Dragon. Ich fühle sie nicht so gerade richtig. Aber die hier ist auch schon mies geil. Top 5 nicht, nee. Das ist eine Edition, die werde ich öfter trinken, auf jeden Fall. Ja, die wird. Keine Enttäuschung, das ist immer gut. Kein komischer Nachgeschmack. Nicht zu süß. Nicht zu salzig. Top 10 auf jeden Fall. Okay. Hundertprozentig. So, vielleicht kann ich mal ein bisschen auf die Dose eingehen, wo ich mich aber mal kurz nachhinein. Jetzt siehst du wieder irgendwelche Lennlöff-Symbole versteckt. Warte. Der Puff. Hast du gerade geguckt? Nö. Vielleicht im Auge oder im Ohr? Nee, hab ich nicht. Ich hab tatsächlich ins Ohr geguckt. Okay. Ja, ist ja auch groß. Kann ja auch sein. Ja. Also, ich muss schon sagen, gut umgesetzte Sorte. Die Dose gefällt mir eigentlich auch recht gut. Echt? Ja, na gut. Dieser Affe, diese ganze Promo wegen diesem, rund um den Affen hat mich halt so ein bisschen gestört, denn das Fokus hier gerade nicht an, aber fällt mich mal kurz darauf. Hm. Weil irgendwie, ich fand das halt nicht so geil, diese Promo. Muss ich jetzt mal kurz ganz offen ehrlich sagen.
Dann sind die da irgendwie eingeschlafen. Dann kam dieser komische Affe vorbei, hat eine Party gemacht, hat denen dann die Sorte da gelassen und dann waren die wieder wach. Ja, ja. Also ich fand die Trailer gar nicht so geil. Da gab es schon Besseres. Die haben ja auch irgendwie sowas gepostet. Ich weiß nicht, ob es in der Story war, aber wenn es gepostet war, dann kannst du es vielleicht ja auch nochmal einblenden. Dieses, so ein alternatives Design, so ein bisschen. Das war gepostet. Das war gepostet. Vielleicht kann der ich blend's liebe Rixi einfach. Frei das mal einblenden. Es muss immer irgendwas zum Einblenden geben. Ja, also. Ich blende es jetzt genau hier über meinen Finger ein. Ja, und das fand ich eigentlich sehr geil. Auch wenn es ziemlich schlicht war, aber. Es hat mich halt so ein bisschen an diese alten Sachen erinnert, so in Richtung Cherry Lemonade. Naja, jetzt machen die ja mehr auch Strawberry so. Kiwi. Trauen die sich mehr, zum Beispiel auch bei den Cocktail Edition, das war ja auch ganz komisch. So. Ja, ja, aber Geschmack her kann man nichts gegen sagen. Stimme ich zu. Sehr gute Edition. Kauft euch Shiny Dragon. Kauft. Und das. Mach eine 2 für 1, mach du Pascal, hol den 2 für 1 mit dieser Sorte und Shiny Drink. Pascal berät mein neues Format. Ja, habe ich nicht mehr sehr viel dazu zu sagen. Außer hier vorne ist Luca drauf, also ein langes, also seit langem mal wieder ein Video, wo Luca mit dabei ist. Like das Video. Schaut nicht bei Farming Profi vorbei, sondern bei Gaming School. Und dann tschüss.